Am 22. Januar ist der 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages. Als Deutscher Bundestag werden wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der französischen Assemblée Nationale dazu ein starkes Signal aussenden. Wir werden zu Sondersitzungen zusammenkommen. Im Bundestag spricht der französische Parlamentspräsident de Rugy. Wolfgang Schäuble spricht als unser Präsident in der Assemblée Nationale. Die Botschaft wird sein, die deutsch-französische Freundschaft ist ein Geschenk. Sie hat die kriegerische Vergangenheit überwunden, sie hat uns Frieden in Europa gebracht und sie ist eben nicht nur etwas fürs Geschichtsbuch, sie ist auch für die Zukunft. Wir brauchen diese Zusammenarbeit, um Europa gemeinsam voranzubringen. Dazu haben wir jetzt die Chance. Das wollen wir in einer gemeinsamen Resolution fordern und wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass die Zusammenarbeit gestärkt wird, dass die Grenzregionen noch mehr zusammenwachsen können, dass Hürden überwunden werden. Das ist unser gemeinsames Signal und dafür kommen wir zusammen.